muss erst nach Kisa, wenn ich der Almayel einen Daruman bringen kann. Ja, und mit dieser Weisheit hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast 2, A New Beginning. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Moment, mit Brom über Baram sprechen. Das war... Ich drücke jetzt wieder die falsche Taste, oder? Also klar. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann, mit rechts oder links. Heilige Stätte der Milea. Da wollte ich aber nicht hin. Ich wollte hier hin. Genau, das war's. Sollte dir mit Barams Bombenidee helfen können. Die Frage ist jetzt nur, da wir hier ja so gar nichts sehen, wie komme ich da jetzt am besten hin und wo sind hier Klippen, die ich halt eben nicht ja, umgehen kann, weil hier das sieht mir ganz schön scheiße aus, um es mal so zu sagen. Ach so, weil ich hier... Ach du Schande, ich bin hier mitten in einem Krater oder sowas. Oh, das wird jetzt... Moment, dann sollte ich aber vielleicht andersrum, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das wird ja lustig werden. Die Frage ist nur, kommen wir hier irgendwo hin? Weil das sieht so... Was ist denn das hier? Wahrscheinlich werden wir ja kaputt gemacht, oder? Oder kommen gar nicht erst durch. Aber gesehen habe ich das, glaube ich, so noch nicht. Nö. Kann man einfach durchgehen. Okay. Ach so, und dann kommt man hier... Ah, verstehe. Das Problem ist nur, ich glaube, wenn wir da durch sind, obwohl doch hinten ist auch ein Ausgang. Aber das sieht man... Ja, ich gehe mal lieber wieder raus, glaube ich. Ich glaube, ich nehme mal den langen Weg drumherum. Oh, oh, oh. Und ich kann nur hoffen, dass hier keine Gegner kommen. So, wir sind gleich da. Und ich habe hier überall Sachen, die ich einsammeln kann. Ah, ich befürchte. Ist das allerdings... Oder? Nee, das ist ein Modul. Ich dachte gerade, das ist eine Feder. Wir wissen jetzt auch, warum man hier das alles nicht eingezeichnet hat. Weil das nämlich Wasser ist. Das ist eine Blume zum Springen. Ich weiß nicht, so kann ich noch immer alles machen. Aber irgendwie möchte er nicht, nicht mehr damit übers Wasser gleiten. Keine Ahnung warum. Dann tut er mal so, als ob das Ding aus ist. Oh, Moment, Moment, Moment. Ist das ein Ausbruch hier? Oh, oh. Nein, 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 da wollen wir jetzt nicht hin. Ich dachte nur, wir konnten was einsammeln, aber da habe ich falsch gedacht. Wir haben eine ganz andere Aufgabe. Was ist das denn? Stein zum Einsammeln? Das ist mal praktisch. Eine Muschel. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Okay. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich meine, ja, wir sind gerade erst auf dem Planeten angekommen. Kann ich die schon nehmen? Ja, kann ich schon nehmen, okay. Was ist das? Ah, ich wusste es doch. Da hinten kommen die nächsten Feinde. Ernsthaft? Will ich wissen, was das für Feinde sind? Oh mein Gott. Wo sind wir denn hier gelandet? Muss ich da den Berg hoch? Oh, oh, oh. Und dann zeigt er mir natürlich auch noch an, alles Böse links von mir. Super. Also eigentlich muss ich dem Weg folgen, aber dann da hinten... Nach links. Nein. Ach, ich wollte ja nicht reinzoomen. Moment, Markierung war X.
dann dahin im Endeffekt, damit wir da irgendwie reinkommen. Ich sehe nur nicht, wo deren Dakota oder wie heißt das? Also wo deren Tor ist. Dem Weg folgen ist gut, hier ist gar kein richtiger Weg. Okay, das ist definitiv kein Weg mehr. Holla, die Waldfee, schon wieder so ein Vieh. Oh, sag mir aber bitte nicht, dass das jetzt hier meine Gegner sind. Oh, hier ist schon wieder so ein Ausbruch. Da wollen wir gar nicht rum. Da wollen wir gar nicht rum, wir wollen ganz woanders hin. Oh oh. Da sind Vögel. Das ist noch okay. Die Frage ist nur, Moment, da ist irgendwie so ein Posten. Wir müssen da hinten irgendwo rein. Ach, hier ist wieder so ein Ausbruch. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade noch sagen, wir halten uns mal ganz weit außen, dann sieht man uns nicht. Aber das scheint hier nicht wirklich zu helfen. Ach, das ist so ein Tempel, ne? Die fehlende Fähigkeiten. Oh nein, jetzt kommen die hier auch. Aua. Jetzt kommen die da auch noch. Das nehme ich mir doch mal mit. Was bist du denn? Die werden mir nicht rot angezeigt, oder? Ich hoffe, die kommen nicht ins Wasser. Moment, hier ist auf jeden Fall das Tor. Wo bin ich denn jetzt gerade? Moment. Hier ist das Tor. Da müssen wir rein. Aber wo finden wir... Um den gefangenen Talana aus seiner Zelle zu befreien. Ja, das ist ja toll. Schon wieder einer, der gefangen ist. Da auch. In dem Behälter mit weißen... Nee, für den Speer. Aber hier ist nichts. Wo ich hin muss, wegen dem Tor. Würde ich sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir ins Dorf kommen. Vielleicht können die uns auch irgendwas auf der Karte dann anzeigen lassen oder sowas. Aber wo ist das Dorf? Das ist wahrscheinlich ganz oben, oder? Boah, es ist ja schon komplizierter, hier hinzukommen als alles andere. Moment. Das ist auf jeden Fall eine Brücke. Das heißt, eigentlich müssen wir von diesem Ort ja irgendwie da hoch können. Das schaffe ich nicht direkt da hoch zu fliegen. Alter, was zur Hölle fliegt da oben? Oh mein Gott. Da komme ich auch nicht hoch. Naja. Das ist auf jeden Fall auch nicht der Aufstieg, den wir brauchen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Da unten ist noch... Da sind noch irgendwelche Hütten. Ja, wobei das nur das Tor sogar ist, ne? Oder? Nee, das wäre... Ach, hier ist noch was. Schon wieder was zum Hacken. Oh, wie kommt man da rum? Ich meine, da unten, das sieht alles so aus, als ob da mal... Ach
Ach so, als ob da mal welche gewesen sind. Die wurden dann weggebombt oder was? Das kann natürlich auch sein. Also nicht von denen, von den Talanern oder wie die heißen, sondern von den anderen. Da hinten ist es grün. Ob wir da reinkommen? Ich bin mir nicht sicher. Oha. Das war auf jeden Fall auch meine Basis hier. Aber wie sollen wir da reinkommen? Die WFA lädt hier ihren ganzen Müll ab. Nein, 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 nein. Hier sind irgendwelche Ekelspinnen. Jetzt geh nicht da runter. Ich hasse Spinnen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade echt überfragt. Also wir müssen da hinten in die Richtung. Wahrscheinlich da oben hin, wo die Brücken sind. Oh, Raumschiff ist hier auch. Okay. Mögen wir anscheinend. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, oder ob ich jetzt nochmal zurück soll und es mal von der anderen Seite ausprobieren soll. Also die Karte, die ist so blöd irgendwie. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Aber man muss da oben hin und ich habe keine Ahnung, wie ich da oben hinkommen soll. Standort ist nah. Super. Könnt ihr mir nicht irgendwie eine Anleitung geben, wie man da hochkommt? Das wäre viel einfacher. Das ist alles Hecken. Wodurch ich den Kern bekomme, weiß ich auch immer noch nicht. Noch nicht. Boah, das ist doch scheiße. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mich da durchboxen muss, oder? Dann wäre ich da drin. Wäre ich in der Richtung? Naja. Vielleicht auch schon, keine Ahnung. Nutze deinen Scanner, um Giftmüllfässer und Krakitbaue zu finden. Ach so, das sind diese. Was soll ich da machen? Die zerstören oder was? Keine Ahnung. Das Problem ist halt, wenn ich dahin. Ich müsste da in die Richtung hin, ne? Nein, du sollst nach oben ziehen. Nach oben. Nach oben. Er macht es aber auch nicht so, wie er soll, ne? Na los, weiter. Lauf. Hier geht's auch nicht wirklich hoch. Och, da ist schon wieder das nächste Ding oder was? Den ich den hier veräppeln? Tja, es tut mir leid, ihr Lieben. Es wird heute nicht so diese schöne Runde, um mal zu gucken, dass wir irgendeine Quest machen oder sonst was. Ich weiß aber gerade echt nicht, wie ich da hochkommen soll. Also da oben sind die ja offenbar. Da schaffe ich es, glaube ich, nicht hoch. Hier könnte ich vielleicht noch probieren. Ich kann ja halt immer nur diesen Doppelsprung machen, ne? Ist die Frage, komme ich von da weiter? Und da wahrscheinlich eher nicht so.
Oh, ist das ätzend. So, hier geht's jetzt gar nicht mehr weiter. Perfekt. Da könnte man vielleicht noch, ich weiß es nicht. Da rutscht man ab. Ja, ist doch perfekt. Es gibt keine vernünftige Seite, wo man hochkommt, so wie es aussieht. Da oben könnte ich zwar rüber, aber ich komme ja niemals auf der Seite da hoch. Das ist das nächste Problem. Oh mein Gott. Tja, das Problem ist, ich will jetzt eigentlich auch nicht wieder nach Hause porten. Was ich ja theoretisch könnte, weil die Story ja anscheinend da jetzt endlich mal weitergeht. Aber das Problem bleibt halt immer noch mit den Bomben, weil ich hier nichts machen kann, ne? Ach, das ist so ätzend. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht weiterkomme. Bin ich ganz ehrlich. Da geht irgendwie hier nochmal so ein Weg hin in diese Richtung. Ach Mann, das ist doch blöd, ehrlich jetzt. Jetzt haben wir hier fast die ganze Folge damit verbracht, hier hinzukommen. Ich hoffe, ich schneide das ein bisschen zurecht. Wo ist denn... Quest in der Mitte ist das nächste quasi, ne? Nahende Bedrohung erhalten. Jedes Dorf muss vereint sein, bevor das Oka-Stock stattfinden kann. Okay, ruft den Galente herbei, eine reitbare Kreatur. Ja, aber gut. Ich meine, uns bleibt ja nichts anderes übrig, wenn ich ehrlich bin. Reisen wir mal dahin. Was machst du hier? Der Comlink war zu riskant. Sie könnten mithören. Von wem redest du? Sprich, Dolotai-Wächterin. Wir haben einen gewaltigen Konvoi mit Verstärkung gesichtet. Oh nein. Die Invasoren bereiten einen Angriff auf Emea vor. Wir müssen das Dorf evakuieren. Wir haben keine Zeit. Ich fange den Konvoi ab, bevor er zur Basis gelangt. Aber wie? Der Galente. Mit deiner Erlaubnis, Häuptling. Ich könnte... Nimm sie. Und mögen die Jots mit euch sein, Ulukai. Oh, er bietet mir sein Baby an. Wo ist denn das Baby? Chantal. Nee, Chantal hatten wir nicht. Die hieß erst anders Gertrude oder so, hat man, glaube ich, gesagt. Ach, da hinten ist sie. Das heißt, ich muss wieder irgendwo hier hoch, damit ich wieder so ganz blöd da drüber springen kann, ne? Oder? Von unten geht das, glaube ich, nicht. Eieiei. Also ich denke mal, das, was ich davor erlebt bzw. nicht erlebt habe, werde ich relativ kurz zusammenschneiden, je nachdem, wie lange das jetzt hier dauert. Aber ich gehe davon aus, dass das länger dauert und actionreicher ist als das, was ich bisher erlebt habe. Deswegen, oh, ich habe auch noch ein Zeitlimit, scheiße. Slade, hörst du mich? Ich schicke dir die Koordinaten einer neuen Anlage. Komm ich das rein? Energiefeld ist... Kein guter Zeitpunkt, Soldat. Deine Freunde haben vor, ein Talanadorf auszulöschen. Ich schau mal im Block. Mein Gott, der Transporter hat hunderte bewaffneter Infanterieeinheiten an Bord. Was willst du unternehmen? Improvisieren. Sagtest du hunderte? Du musst nicht mit den Truppen kämpfen. Ein Transporter lässt sich von außen sabotieren, wenn du irgendwie drankommst. Oh, und wie ich da drankomme. Slate Ende. Wir müssen zu dem Konvoi hochfliegen und ihn erledigen. Hast du gehört? Ich muss überhaupt erstmal rausfinden, wie ich das Galente reite. Hilfe. Was heißt hochfliegen? Müssen wir jetzt tatsächlich noch höher? Ach, da. Zerstöre den Konvoi. Ja, wie denn? Oh mein Gott.
Die haben doch Geschütze, oder nicht? Nein. Wieso fliegt der nicht? Dieser Idiot! Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich machen soll. Und jetzt? Alter, wie viele sind da? Ich muss sie doch alle so zerstören, oder nicht? So, wo muss ich jetzt hin, Leute? Oh. Okay, Moment. Da ist noch einer. Soll doch irgendwas hier machen. Was soll ich denn hier machen? Da hinten ist noch einer, okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Er sagt es mir ja nicht so wirklich. Die sind jetzt alle kaputt. Die können nicht mehr schießen. Muss ich mich da irgendwie ranhängen? Zerstöre den Konvoi. Ja, toll, aber wie? Wo ist das Galenta überhaupt? Muss ich die Waffe vielleicht... Oh, nein, das war nicht die Waffe. Scheiße. Wie wechsle ich die Waffe? Ach Mann, ich will doch nicht die ganze Zeit heilen. Aber das nicht zerstört, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen muss. Wechselt der die jetzt schon wieder? Bin mir jetzt nicht sicher, ob das das ist, was ich tun soll, aber... Das Problem ist nur, wenn ich jetzt gleich falle... Hallo? Ah!
Oh mein Gott. Du kannst jetzt den Galenta mit links oder rechts auswählen und mit oben rufen. Okay. Wo ist denn der Galenta? Achso, ich bin noch drauf. Was willst du denn? Du hast es geschafft. Gute Arbeit, Commander. Enormer Schaden ohne Verlust von Menschenleben. Ja, aber mir schwant, die kommen wieder. Ich behalte besser den Himmel im Auge. Und ich überwache das Transportlog. Übrigens habe ich den Dechiffriercode für den nächsten Energiezaun. Ich markiere Ihnen die auf der Karte. Verstanden. Danke. Slate Ende. Ich war gerade heillos überfordert. Ich habe das nicht gecheckt, dass man da die roten Dinger da benutzen kann, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oh Gott. Dark möchte dir etwas geben. Okay. So, komm, wir müssen nach Hause, Schätzchen. Gertrude, glaube ich, habe ich dich getauft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh. Da unten, das ist ein Ausbruch, glaube ich, ne? Den Darumon von... Den Darumon von Emea erhalten? Hä? Was, wie, wo? Ist mir auch egal. Ich bin einfach nur froh, dass das jetzt geklappt hat. Alter. Du bist irgendwie viel zu... Du bist viel zu hoch. Keine Ahnung, wo müssen wir denn hin? Ja? Irgendwo hier muss ich jetzt loslassen. Okay, aber immerhin bin ich auf dem Gebäude drauf. Das hat ja schon mal was für sich. Oh, hi. Wie komme ich denn von dir wieder runter? Du hast gar keinen... Ach, das ist ja lustig. Der hat gar keinen Eingang hier. Ja, geil. Ich guck mal, dass ich da runterkomme. Oder nicht so? Oh. Alter. Ulukai. Bitte nimm diesen Daruman als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Sag der Almayel, dass Emea auf Seiten der Talana von Adelpha steht. Vereint als eine Nation in den Augen und Ohren der Jots. Danke, Dark. Damit begebe ich mich nach Kizar. Ich sollte nach Kizar gehen und Emeas Daruman zu Almayel bringen. Ja, welcome to the jungle. Du hast das Dorf Emea abgeschlossen. Ehrlich, haben wir jetzt hier gar nichts mehr. Oh, schade. Die haben ja auch ganz schön heftig. Die haben ja auch ganz schön angegriffen, wa? Aber gut, ohne größere Verluste. Wir können aber trotzdem hier nur eine Quest machen, oder was? Oder warum können wir mit dem noch reden? Hey, Mor, wieso redest du nicht mit mir? Hallo? Wie geht's, Mor? Hast du schon neue Pflücker gefunden? Keinen, der so gut ist wie Dark. Wie funktioniert der neue Bewässerungsplan? Gut. Die Ventilopen holen das Wasser aus den Seen und spritzen es auf die Pflanzen. Einige von unten bekommen zwar eine Überraschungsdusche, doch das soll Glück bringen. Asan ist nass geworden. Das hat er nötig. Er müffelt ziemlich. Ich habe schon lange nicht mehr so laut gelacht. Weißt du was? Ich glaube, ich habe seit 1999 nicht mehr geduscht. Aber bestimmt spielt mir mein Gedächtnis nur einen Streich. Bis später. Genau. Viel später. Okay? Ja, ja, viel später. Gerade lacht er noch mit mir, ne? Beweise Yel, dass Emea dir jetzt vertraut, indem du den Dingsbums da platzierst. Verfolgeziel. Kizar. Da sollen wir hin? Ja, ich weiß. So, Moment. Mission verfügbar, Mission... Ups, ist der jetzt selber reingegangen gerade? Darf ich auch noch was machen? Hallo? Anscheinend nicht. Darf ich das wenigstens noch drücken? Das anscheinend schon. Macht mich doch hier nicht bekloppt. Okay, dann einmal Schnellreise. Also, ja, besteht. Ich vergesse es immer wieder.
Das ist eine friedliche Zivilisation. Seit dem Massaker von damals wurden hier keine Krieger mehr gesichtet. Das war ein Fehler. Unsinn. Unsere Anlagen werden angegriffen. Unsere Truppen aufgelöst. Das geht nicht im Alleingang. Warum nicht? Wäre doch vorstellbar. Burham hier. Bitte komm. Bin unterwegs. Deinen kleinen Vortrag kannst du dir sparen, Liebes. Ich habe gerade erfahren, dass wir Sprengstoff von den Rebellen sichergestellt haben. Meinst du etwa echte Waffen? Commander, meine Tochter interessiert sich für das beschlagnahmte Arsenal. Gleich hier, Sir. Ist das ein Witz? Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!